Okay. Da ist unser Grab. Dann schauen wir uns jetzt erstmal die ganzen Viecher an. Der liegt wunderschön im Lagerfeuer und hat direkt den Ahnenstein dabei. Hervorragend. Nehmen wir den Rest aus. Und befleißigen uns dann des Grabes. Oh, er kann fliegen. Er hat nach seinem Tod noch was gelernt. Der Stab ist ein bisschen weit gefallen, aber das macht ja nichts. So, dann haben wir hier noch Viecher zum Ausnehmen. Einfach mal die Orks ausweiden. Euch haben wir nicht alle, wie es aussieht. Nicht alle, aber ich denke, das war's. Wieder zurück zum Grab. Und da wir ja eigentlich die ganze Zeit die Akasha-Säule suchen sollten, so Richtung Grab, wird das hier wahrscheinlich jetzt das Grab der Akasha-Säule sein. Mal gucken, ob es noch Chemtrails über diesem Grab gibt. Wir werden böses Vernichten brauchen. Genau so soll das gehen. Hier leuchtet so, ich sehe nicht so viel. Da ist tatsächlich Akasha. So sieht Akasha aus. Habe ich mir auch immer genauso vorgestellt. Mit einem Skelettbein und einem leicht leuchtenden fleischigen Bein und einer Axt. Das ist Akasha. Und wie ihr seht, böses Vernichten funktioniert. Also Akasha ist böse. Haben wir das auch geklärt. Hat sogar was dabei. Adanos Ring. Max Mana plus 50. Ja, danke schön. Und schon wieder ein Level. Finde den göttlichen Ring der Magie. Ich ziehe ihn sogar an für 50 Mana. Der hat 10 Mana. Der hat 50 Max Lebensenergie. Ja, wechseln wir auf den 50 Mana Ring, würde ich sagen. Hervorragend. Finde Akashas Grab, Ruf im Kloster plus 25. Das war aber nicht alles hier, oder? Hier gibt es doch sicherlich noch viel mehr Skelette. Da hinten sogar. Na? Okay, im Moment sehe ich nur Fleischwanzen. Räumen wir erstmal die weg, bevor wir in den nächsten Raum weitergehen. Hauen wir den weg. Hier ist schon der Runensocke. Den wir nicht... Jetzt dürfen wir. Hier ruht Akasha. Da ist eine Öffnung. Da kann man einen Stein einsetzen. Das ist der Akasha-Stein. Er passt. Altes Wissen plus 10. Mega. Ruf in Nordmar plus 5. Wir sind bei 71. Fleischwanze. Fleischwanze. Wo ist das Skelett hier? Das müssen wir doch auch noch ausnehmen können. Hier der Bogenschütze. Nicht. Okay. Dann halt nicht. Jupp, hier liegen auch noch Waffen rum. Und da liegen noch Waffen rum. Und da ist noch eine Fleischwanze. So, das war's doch sicherlich noch nicht. Da sehe ich doch noch weitere Skelette. Jupp, sieh mich jetzt auch. Weg damit. War es noch nicht, da war noch was Rotes. Leider nur einmal getroffen, so ist besser. Das sind Fleischwanzen, da wird diese Magie nicht funktionieren. Da ist eine Truhe, da ist noch eine Fleischwanze und da ist noch eine Fleischwanze. Jetzt reicht's aber. So nämlich. Truhe!
Schwere Truhe. Abgebrochen. Natürlich. Abgebrochen. Natürlich. Na, Eisklinge. Die Herkunft der Klinge ist nicht belegt. Man vermutet ein Adanos-Schwertmeister als Erschaffer. Vereist und Schutz vor Eis. Die braucht leider verdammt viel Stärke. Ich würde mal gerne wissen, wie die aussieht. Ein paar Verwandlungstränke, Gold und Gold. Wie viel Stärke haben wir? Ja, wir haben 129. Das ist nicht so viel. Und wir haben auch nicht so viele Drachenwurzeln, dass sich da irgendwie was lösen ließe. Naja, schade. Ich werde es mal behalten, falls wir irgendwie nochmal in die Verlegenheit kommen, so viel Stärke zu haben. Ist halt die Frage, wir kommen ja mit unseren Zaubern ganz gut klar. Ist halt die Frage, ob wir einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren, wie zum Beispiel mal so eine scheinbar Special-Waffe. Oder nicht, keine Ahnung. Jetzt nur mal so in den Raum gestellt. Wir kommen klar, aber es ist halt nicht alles mit einem Schuss tot. Das ist traurig. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle Gräber abgeklappert. Ist das richtig? Das war eine Feuerclan-Quest. Ich gehe mal fragen, ob es das war. Ich glaube, das waren alle. Kann mich jetzt natürlich tierisch irren, aber ich glaube, es waren 6. Wo ging's denn zum Big Boss? War es da hoch? Sieht gut aus. Wegen der Ahnen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Sollen wir die alle durchgehen? Bringt das irgendwas oder einfach ich komme alle? Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Einar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Sagt er das jetzt jedes Mal? Ist das alles, was wir dazu zuhören bekommen? Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Was für ein Schnorrer? Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Angier. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Aber ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Nordmar ist befreit. Haben wir schon alles? Was mir aber aufgefallen ist, es war tatsächlich jedes Mal anders betont mit dem Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Hat er jedes Mal anders betont? Das wurde jedes Mal neu eingesprochen. Nordmar ist befreit. Die Clans stehen für immer in deiner Schuld. Keine Summe Gold ist groß genug, unsere Schuld zu begleichen. Moment. Ja? Was ist mit einer Waffe? Was ist mit reinen Erzrohlingen? Ich würde gerne jetzt ins Charakterfenster gucken. Geht das? Nein, geht nicht. Ich würde gerne wissen, wie viel Schmiedekunst wir jetzt gerade haben. Weil das eine Grab hat uns ja nochmal 8 Punkte aus Schmiedekunst gebracht. Ich meine, Waffe brauchen wir nicht. Wir benutzen Magie. Reine Erzrohlinge brauchen wir auch nicht. Wir können nicht schmieden. Gold ist in Ordnung. Gold brauchen wir auch nicht. Ich sag einfach, was ist mit Waffe? Erzrohlinge können wir uns im Zweifelsfall auch noch kaufen. Was ist mit einer Waffe? Eine gute Wahl. Hier. Nimm ein Schwert. Du bist ein würdiger Träger. Nordmar-Schwert erhalten. Das hat jetzt unsere Schmiedequest gelöst. Ordensschwert 200, Nordmar-Schwert. Das ist doch genau das Ding, was wir schmieden sollten für den einen vom Mama-Clan, oder? War es Ingvar?
Wo war der nochmal? Irgendwann ist doch das vorbei. Das ist der falsche Schmied, glaube ich. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Am besten, du hältst dich da raus. War der nicht immer hier am Pennen, der Ingvar? Mann, was willst du? Ha! Habe ich selbst geschmiedet! Hier ist das Schwert. Lass sie! Ja. Das ist ein gutes Schwert. Stark und dennoch leicht. Mhm. Eine gute Arbeit. Mhm. Was ist mit der Ausbildung? Die Fähigkeiten dazu hast du. Ebenso meine Zustimmung. Doch ich möchte nicht allein entscheiden, ob du geeignet bist. Ja. Du nimmst mich auf den Arm. Nein. Du strebst nach dem Wissen, das uns Nordmarer stark gemacht hat. Ich möchte sicher gehen, dass es nicht unsere Feinde stark macht. Also, was soll ich tun? Geh zu den anderen Schmelzern. Kalan vom Feuerclan, Larsson vom Wolfsclan und Supida. Wenn sie einverstanden sind, bin ich es auch. Okay, ich gehe mal wieder auf die normale Weltkarte, dann komme ich auch ein bisschen klar. Feuerclan, Schmelzer, auf geht's. Gut, dass wir die ganzen Teleports haben. Wir können bei... bist du es? Du bist es nicht, oder? Ach ja, deine Rüstung. Hier ist deine Rüstung. Na endlich! Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. Nee, lass mal. Wo war denn hier der Schmied? Mal gucken, ob wir irgendwo ein Pling-Pling eines Ambosses hören. Beziehungsweise, das sieht doch schon nach Schmiede aus hier. Zumindest mit Schleifstein. Amboss. Das sieht genauso aus wie bei Ingvar, nur dass hier keiner pennt. Komisch. Pizza! Yes! Versteckt sich auch keiner. Aber da ist noch eine alte, eine Zauberwurzel. Keine alte Wurzel, eine Zauberwurzel. Vielleicht ist sie beides. Alt und Zauber. Hast du noch was zu sagen? Nö, der unterrichtet uns, aber das ist ja uninteressant. Ganz ehrlich, von allem, was er uns angeboten hat, war es, glaube ich, das Cleverste, das Schwert zu nehmen. Lee! Ach was! Du hier! Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut, reg dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier, am Ende der Welt. Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja, wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. Ich hätte da einen Teleportstein für dich. Ich habe mehrere, die in die Barriere führen. Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Korinnis, an dem ich nicht daran gedacht habe, Roba gegenüberzustehen. Aber die Barriere ist doch von einer Seite durchlässig gewesen. Also hier offenbar nicht. Aber ne, hast es mal ausprobiert? Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Du willst den König ermorden? Bist du dir sicher? Ihr habt nichts dagegen. Ich frag nur. Wie kann ich dir helfen? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es in jeder Burg der Paladiner so einen Stein. Für den Notfall. Bring sie hierher. Ja, ich hab beide, das ist richtig. Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Naja, man kann die Orks ja durchaus noch vertreiben. Falls das jetzt so eine Entscheidung ist mit dem Robert-Töten, würde ich einmal speichern... Und dann fragen wir aber trotzdem mal hier, ich habe beide. Ich habe die beiden Teleportsteine zum Palast. Einen zum Tempel und einen direkt zum König.
Gib mir den zum Tempel. Ich werde dort auf dich warten. Ich sehe dich in der Barriere. Okay, cool. Ich bin gespannt, ob wir den König wirklich töten müssen. Dürfen. Pass gut auf dich auf. Du hast nichts mehr zu erzählen. Ach, du bist Jäger. Ich dachte gerade was anderes. Live war Jäger. Ihr seid auf jeden Fall alle keine Schmiede. Wie hieß der denn, den wir hier suchen sollten? Nein, nicht der da genau. Ach so, Peter ist der, den wir ganz am Anfang haben. Dann weiß ich auch Bescheid, wer das ist. Karlan vom Feuerclan. Der Kalan oder was auch immer. Na, das sieht nicht so sehr nach Schmiede. Also ich meine, die Schmiede haben wir ja gesehen, aber der Kerl war ja nicht da. Hier geht's nur raus, glaube ich. Und hier, das war ein Orktöter, glaube ich. Und der hieß auch nicht Kalan, oder? Nein, hieß er nicht. Alles klar. Ja, wo mag er sein? Der feine Herr Schmied. Auch nicht. Du bist auch nicht Kalan. War kurz abgelenkt, aber nein. Komisch. Ja. Oh, ich hab eine Idee. Ist der vielleicht an der Schmelze? Haben die sich vielleicht, also es sind ja Erzschmelze, haben die sich jetzt vielleicht an der Erzschmelze versammelt, weil sie jetzt endlich wieder Erz schmelzen können? Vielleicht ist das eine total dämliche Idee. Aber ich würde einfach mal nachgucken gehen. Ich gehe gerade nochmal durch, aber ihr seid es ja alle sowieso nicht. Da oben waren wir. Kämpfer, Jäger. Du hast auch nichts mehr zu sagen, oder? Was willst du? Mit dir reden. Kämpfer bist auch nicht. Kalan. Ja, für irgendwas müssen wir die Schmelze ja. Wir reden später. Freigeräumt haben. Ich gehe mal gerade gucken. Beim Hammerclan war das richtig. Vielleicht haben wir ja Glück. Und sie sind alle da versammelt. Wo ist denn was? Da unten war es, glaube ich. Richtig? Richtig? Na? Jäger, Kämpfer. Reto? Hast du noch was zu sagen? Nein, hast du nicht. Gehen wir mal gucken. Vielleicht sind sie ja einfach alle hier. Kämpfer. Und sie werden zwar kein Erz hacken, aber vielleicht ist hier ja trotzdem irgendwie noch jemand mit Namen. Nein. Weil die sind noch nicht grün, bei denen haben wir noch nicht genug Ruf. Sowieso. Das ist ein langer Abstieg. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Jäger, was hatte ich hier eben? Keine Ahnung. Egal, ist auf jeden Fall da nur ein Jäger, ein Kämpfer. Hier wäre doch eigentlich der perfekte Ort, um sich als Schmelzer aufzuhalten, oder? Das ist Krieger, das ist Orktöter.
Jäger, Krieger, Krieger, Schmied. Schmied, Schmied. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ein Schwert wollen sie alle haben. Können wir den mitnehmen? Dürfen wir den mitnehmen? Ich frag nur. Am besten du hältst dich da raus. Jo, können wir. Alles klar, Schmiedehammer haben wir selber. Okay, schade. Wäre jetzt meine Hoffnung gewesen. Dann gehen wir erstmal zum Wolfsclan und reden da. Moment, hier können wir doch umschalten. Lehrer. Feuerclan. Da steht Kalan bei. Also wir haben ihn schon mal gesehen. Er ist irgendwo. Am besten du hältst dich da raus. Aber wo? Egal, wir gehen erstmal zum Wolfsclan und fragen da die beiden. Also den einen, der da ist, und der andere, der unten an der Hütte sitzt, natürlich. Ist das hier nur ein Schleifstein oder auch die Schmiede? Das ist nur ein Schleifstein. Das ist die Schmiede. Ja, wenn der jetzt auch nicht da ist, ne? Wie heißt der hier? Quests Feuer, nein, Hammerclan. Ne, nicht erfolgreich aktuell. Zustimmung. Wie heißt der Kerl hier? Larsson. Bist du auf der Suche nach Larsson? Er ist nicht hier. Ach was. Wo finde ich Larsson? Er ist nach Norden, in die Berge. Er vermutet dort eine reiche Erzader. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Was machst du hier? Ich muss mich jetzt auch noch um die Schmiede kümmern. Als ob ich sonst nicht schon genug zu tun hätte. Kannst du denn schmieden? Ich bin zwar kein Meisterschmied, aber ein paar gerade Klingen kriege ich auch noch hin. Willst du was kaufen? Was hast du denn Neues? Zeig mir deine Ware. Nichts. Alles klar, wir könnten uns die fette Rüstung holen. Naja, wozu, ne? Gut. Alles klar. Er ist nach Norden in die Berge. Ich würde sagen... Ach ja, wir müssen ja auch noch den Hetzer suchen. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Gehen wir eben beim Druiden hier oben pennen. Mach eine Aufnahmepause. Hier haben wir auch ein schön weiches Bett. Und wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen.